Sie sind hier 8. Oktober 2018, 20.12 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Kenan Kocak ist beim SV Sandhausen beurlaubt worden. Urheberrecht Getty Images. Nach nur 5 Punkten aus den ersten 9 Spielen trennt sich Zweitligist SV Sandhausen mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Kenan Kocak. Zweitligist SV Sandhausen hat auf die schwachen Ergebnisse der vergangenen Wochen reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Kenan Kocak getrennt. Das gab der Verein einen Tag nach dem 1:3, 0:1 beim FC St. Pauli bekannt. Wer die Mannschaft übergangsweise trainiert, teilte der Verein zunächst nicht mit. Für uns alle ist heute ein schwarzer Tag und es war eine brutal schwere Entscheidung, sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier. Sandhausen-Präsident hofft auf neuen Impuls. Leider sind in dieser Saison die verdienten Erfolge ausgeblieben. Daher möchten wir der Mannschaft einen neuen sportlichen Impuls geben. Aus 9 Ligaspielen fuhr der SVS erst einen Sieg ein und steht mit 5 Punkten derzeit auf Relegationsplatz 16. twitter.com/sv-sandhausen-status-10493569033006940169406. Kocak hatte die Sandhäuser Mannschaft seit 2016 trainiert. Dem SV Sandhausen bin ich dankbar für die Chance, die er mir gegeben hat, und ich denke, dass ich das Vertrauen in den letzten 2 Jahren auch gerechtfertigt habe, sagte der 37-Jährige. 2017 hatte Kocak mit Sandhausen den 10. Platz erreicht, 2018 landete der SVS auf Platz 11. Nach Uwe Neuhaus, Dynamo Dresden, Stefan Leitl, FC Ingolstadt und Ilya Grujew, MSV Duisburg ist Kocak der bereits 4. Trainer in dieser Saison der 2. Bundesliga, der sein Amt abgeben muss.